Geek Talk, der europäische Tech Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 30. September 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1092. Heute mit Huawei Watch Fit New, Rolls Royce, Devolo, Honor und Google Stadia. Ich beginne gleich mit der Huawei Watch Fit und zwar der New. Die neue davon. Was ist da anders? Nicht viel, aber dennoch ein bisschen was. Die grundlegenden Daten wie die Größe des Bildschirms, die Abmaße, die Pixel, das Gewicht und die Wasserdichtigkeit etc. sowie auch die äh, Anzahl Tage, nämlich 10 an der Zahl, die sich das Gerät am Stück nutzen lässt, ist gleich geblieben. Neu ist jetzt aber ein NFC-Chip mit drin. Weshalb ist das? Ja, logisch. Man kann dann damit Mobil Payment betreiben, Mobile Payment, bargeldloses bezahlen. Ist ein Ding, was ich überaus mag und somit das natürlich begrüße. In Deutschland schon möglich, weil da gibt's Huawei Pay. Ist ein bisschen anders als Apple Pay, Google Pay und Samsung Pay und so weiter. Aber es gibt es bei uns in der Schweiz noch nicht. Und was ist auch noch anders? Genau, es gibt nicht 96 Trainingsmodus, sondern neu 97 Trainingsmodus. Mit dazu gekommen ist der Trainingsmodus für das Seilspringen. Das motiviert mich gleich ein Seil zu kaufen morgen. Rolls Royce der Automobilhersteller, der eher im Bereich Luxus unterwegs ist, der sieht sich gezwungen, Sie kommunizieren das natürlich positiv, bis im Jahre 2030 rein elektrisch zu fahren. Warum tun Sie das? Mittlerweile nicht mehr in Britannien ansässig, aber da hat die Regierung beschlossen, dass, dass ab 2030 das Verkaufen von Brennstofffahrzeugen, also Fahrzeugen, die mit Benzin oder Diesel funktionieren, verboten wird. Fünf Jahre später sollen auch die hässlichen Hybriden verboten werden und somit, ja, da Rolls-Royce noch sehr beliebt ist in England, muss man da natürlich einschwenken und was tun. Rolls-Royce gehört ja zu BMW und darunter gibt es noch andere Brands, die unter anderem zum Beispiel BMW mit ihrer Mini-Reihe sich auch schon in die Richtung verpflichtet haben. Es ist alles nur eine Frage der Zeit und dann wird all das Ganze irgendwie elektrisch, glaube ich, sehr stark. Weiter geht's mit Devolo. Die haben eine Gigabridge vorgestellt. Was ist das genau? Man kann das Glasfaserkabel die Glasfaserleitung über Telefon- oder Koaxilkabel, welche in der Wohnung verteilt ist, in Richtung des eigenen Routers bringen. Weshalb in Deutschland wird zwar aktuell ein bisschen fleißiger Glasfaser ausgebaut, aber meistens machen die Hersteller das, also die, die, die Arbeiter, das nur so, dass das Kabel einfach knapp in die Wohnung kommt und dann da irgendwo aus der Wand rausbummelt, bammelt. Natürlich schön abgeschlossen und alles drum und Dran, aber man kümmert sich nicht um den weiteren Ausbau. So zumindest beschreibt das die Webseite macknopf.de, aber ich habe schon ähnliches gehört. Und wie bekommt man jetzt eben dieses schöne, schnelle, sexy Glasfaser nach oben, wenn man nicht baut und nicht das Ganze neu verbaut? Kann man es jetzt eben über diese Glasfaser, äh, über diese Giga Bridge tun, die Devolo auf den Markt bringt? Sie sagen damit, dass man damit das Signal eben in die oberen Etagen bekommt, weil wie gesagt meistens das K Kabel irgendwo im Keller unten rauskommt und man damit dann vom schnellen Netz profitieren könnte. Das muss man natürlich mal ausprobieren und schauen, wie das Ganze dann schlussendlich funktioniert und wie viel von diesem schnellen Glasfasersignal man über die anderen Kabel dann hoch bekommt bis zum Router. Weiter geht's. Mein Tipp vielleicht an der Stelle: stellt den Router unten direkt ans, äh, ja, ans Kabel und geht dann über Ethernet hoch und auf die äh, ja, Repeater-Lösungen, die ihr dann verteilt in der ganzen Wohnung, Schrägstrich im Haus. Neuigkeiten gibt es von Huawei. Also ja, eben nicht mehr ganz Huawei. Honor hat sich ja rausgegründet, hat damals einen großen Teil der Forschungsabteilung, der Mitarbeiter und der Ingenieure von Huawei, welche Smartphones gebaut haben, mitgenommen. Und die haben ja sich wieder zurückgemeldet auf den Markt und das sehr, sehr erfolgreich. Es gab vor kurzem schon mal Meldungen in die Richtung, dass sie da wirklich sehr, sehr fleißig und gut unterwegs sind. Jetzt haben oder hatten Marktforschungsunternehmen... Zahlen ausgewertet und demnach ist mit 23% Vivo am stärksten im chinesischen Markt vertreten, 21% liegen bei Oppo und 15% liegen schon bei Honor. Somit haben sie es innerhalb dieses Jahres mit der Umstellung und allem drum und dran wieder auf die vorher schon angevisierten 15% geschafft. Ich glaube, da geht noch was ganz Großes bei Honor in nächster Zeit. Wir dürfen gespannt sein. Weiter geht's noch zu guter Letzt mit etwas zum Spielen. Google Stadia hat im nächsten Monat nicht nur vier, sondern gleich fünf neue Games, welche pro Abonnenten vom Stadia Abo sich krallen können. Nicht nur das, für 59,99, ich spreche jetzt hier mal in Ausnahmsweise über Euro, da ich den Schweizer Preis nicht kenne, könnt ihr FIFA 22 kaufen. Und dann gibt es eben noch die fünf Spiele. Dreamworks, Spirit, Lucky Big Adventures, Hello Engineer, das Cake Bash, das Unto the End und Control Ultimate Edition gibt es ab dem 1. des Monats einfach zu klicken und dann habt ihr nachher für Ewigs und oder solange ihr den Dienst abonniert in eurer Game Library. Also zu packen, wenn ihr da mit dabei seid. Das war's. Heute bin ich schon in aller Früh, fast nachdem dass dieser Podcast herausgekommen ist, in Richtung Zürich unterwegs. Ich darf mal wieder raus neues Smartphone anschauen. Welches das ist, das verrate ich euch dann morgen oder in der nächsten Episode generell einfach. Bis bald. Habt einen schönen und erfolgreichen Tag. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk!